Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Problem Verkehrslenkung Berlin ist seit Jahren bekannt, immer wieder diskutiert worden hier im Haus und in den Ausschüssen. Die Verkehrslenkung ist personell unterbesetzt. Meine beiden Vorredner haben es schon angesprochen. Und jedenfalls mit dieser Personalausstattung, mit dem Aufgabenspektrum, das sie hat, überfordert. Der Kollege Greins hat ja dankenswerterweise noch mal den gesamten Aufgabenkatalog hier vorgetragen. Wir sind mittlerweile mit der Situation konfrontiert, dass die Verkehrslenkung in diesem gegenwärtigen Zustand ein Investitionshindernis erster Güte geworden ist, dass die Unternehmen, die leitungsgebunden sind, das heißt, die Baustellen im Straßenland eröffnen müssen, angefangen von Berliner Wasserbetriebe über Gasag, Telekom und Vattenfall, nicht in der Lage sind, ihre Instandsetzungsarbeiten termingerecht und zügig abzuarbeiten. Es gibt einen zunehmenden Investitionsstau. Das führt dazu, dass auch Arbeitsplätze, dass Wirtschaftskraft gefährdet wird. Deshalb sage ich, es ist dringend notwendig, dass wir uns mit diesem Thema noch mal intensiv beschäftigen und uns auch die Frage stellen, reicht es aus? Reicht es aus, einfach nur das Personal aufzustocken, sondern müssen wir uns auch über Strukturen und Zuständigkeiten noch mal unterhalten? Zweites großes Thema ist das Thema, auch das diskutieren wir seit Jahren, das Thema die Beschleunigungsprogramme für den öffentlichen Personennahverkehr. Die Busbeschleunigung bleibt stecken. Es wird von der Verkehrslenkung nicht wirklich bearbeitet. Und wir haben die Situation dadurch, dass wir Kostensenkungen, die wir hätten oder haben könnten im öffentlichen Personennahverkehr, nicht realisieren können und dass gleichzeitig der öffentliche Personennahverkehr an Attraktivität verliert, wenn er im Stau stecken bleibt oder, wie ich neulich gelesen habe, von der Verkehrslenkung so organisiert wird, dass ein Bus an der Linksabbiegerspur 20 Minuten stehen bleiben muss, bis er überhaupt über die Kreuzung kommt. Das sage ich, das ist nicht die Aufgabenleistung, die wir erwarten. Anträge bleiben teilweise zwei Jahre liegen, bis sie bearbeitet werden. Ich sage mal, das ist nicht akzeptabel und das kann man auch nicht unter gutem Regieren verstehen, wenn eine solche Institution und zentrale Institution in diesem Zustand ist. Ich will das mal an einem Beispiel deutlich machen. Der Kollege Geisel kennt wahrscheinlich den Vorgang. Wenn es einen Beschluss der BVV Lichtenberg gibt, entlang der Treskoallee in den Seitenstraßen 30-Kilometer-Zonen einzuführen, dann eine umfangreiche Korrespondenz mit der Verkehrslenkung Berlin stattfindet, das ganze Ansinnen erstmal abschlägig beschieden wird, weil da Busse durchfahren müssen durch diese Straßen, wobei das Tempo von 15 Kilometern in diesen Straßen auch bei 30 Kilometer allemal erreicht wird. Und jetzt Anfang dieses Jahres die Verkehrslenkung dem Bezirk mitteilt, wir geben jetzt die Zuständigkeit ab, setzt das doch selbst fest. Ich sage, was soll das? Was soll das? Das hätte man sich wirklich einfacher machen können, hätte man früher diese Entscheidung treffen können. Und deshalb, glaube ich, sollten wir mal ernsthaft und in Ruhe im Ausschuss und auch durchaus noch mal eine Anhörung machen zu den Vorschlägen der Grünen, das Aufgabenspektrum noch mal zu überprüfen, ob bestimmte Genehmigungen, bestimmte Anordnungen nicht auch abgeschichtet werden auf die bezirkliche Zuständigkeit. Natürlich nicht so, dass an den Bezirksgrenzen dann, wie das der Kollege Greins angesprochen hat, da keine Koordinierung stattfindet, sondern das, was wirklich die kleinteiligen Maßnahmen sind oder die innerhalb des Bereiches eines Bezirkes entschieden werden können, ohne übergeordnete Interessen zu beeinträchtigen, da kann man sich wirklich mal die Frage stellen, kann das nicht abgeschichtet werden, kann das nicht sinnvoll anders organisiert werden? Letzter Punkt. Ich teile das, was im Antrag der Grünen auch formuliert worden ist, dass es auch für die Verkehrslenkung die klaren Vorgaben geben muss, dass sie bei der Abwägung der verkehrlichen Erfordernis sich klar am Vorrang des Umweltverbundes aus öffentlichem Personennahverkehr, Fahrradverkehr und Fußgängerverkehr orientieren müssen und damit die Priorität für diesen Umweltverbund gelegt wird und nicht der Autoverkehr gleichrangig behandelt wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.